Moin, willkommen zurück bei Forza Motorsport 2. Nachdem im letzten Part ja erfolgreich die 400 PS Herausforderung geschafft haben, versuchen wir jetzt endlich mal noch ein zweites Mal die Saugmotormeisterschaft zu machen. Ich versuche erstmal den, naja, ihr wisst schon, den Honda NSX oder Acura NSX zu finden. Wo ist der denn nochmal? Da, der Dunlop NSX Acura, den werde ich mal nochmal ausprobieren, weil kann ja nicht schaden. Vielleicht kann es sich herausbringen, dass es vielleicht die Lösung ist. So, mal gucken. Road Atlanta fahren wir. Ja, letztes Mal haben wir mit der Kurve richtig viel versagt, weil wir auf einmal mit der Kurvenhandling und dem kompletten Fahrzeug nicht komplett umgehen konnten. Und oh, interessant, wir sind der Stärkste von allen. Also wir haben den höchsten Wert von allen. Ja, ich möchte auch gerne einen Honda NSX mit dem Aston Martin mal vergleichen. Das ist auch sehr interessant. Ja, und der Aston Martin klebt mir nicht an dem Hintern fest. Das ist ja nicht Quatsch. Nein, nein, das ist Quatsch. Ach Gott, und ich denke mir auch gerade, wie kann das sein, dass man dieses Auto mal vergleichen würde? In dem Zusammenhang. Hört sich auf jeden Fall besser als die Corvette, die wir hatten. Ups, warte mal. Warte mal kurz. So. Jetzt ging's. Ich wollte mal kurz mal gucken, ob das Mikro sehr gut eingeschaltet ist. Und der Aston Martin überholt mich gleich. Der Ambrosi. Tja, ich lasse ihn nicht durch. Aber es wird sehr knappes Rennen, sag ich mal. Es wird ein sehr, sehr knappes Rennen. Eieiei, ich hätte mich auch ja gewundert, wie ich den jetzt im Schach halten würde. So. So, die Kurven ganz vorsichtig geschmeidig fahren. Dann haben wir es ja, ist kein Problem, ehrlich gesagt. Da bleibt immer noch am hinten hängen. Aber mit den Honda NSX komme ich auf jeden Fall besser klar als die Corvette, die ich aufgebaut habe. Also diese Corvette. Das Schlimmste ist jedoch, dass wir immer noch diese Corvette-Herausforderung haben. Ich muss mal gucken, wie ich das jetzt mal besser klarkommen kann. Aber ich werde jetzt nicht versuchen, die ganze Zeit nur mit hochgezüchteten Fahrzeugen jetzt versuchen, die Herausforderung zu machen. Obwohl, eigentlich ist es sogar verlangt. Mann, nicht driften bitte. Ja, schön. Jetzt ist er so nah gekommen, weil ich mein Hinterteil vom Auto geschwenkt habe. Ja, er ist richtig nah gekommen. Ach Mann, wieso muss ausgerechnet jetzt der Aston Martin dabei sein? So. Drei Runden haben wir schon bereits zu Ende. Das ist die vierte Runde und der bleibt immer noch hinten. Ich hoffe mal, wird es ähnlich wie beim letzten Part richtig viel herausfordernd sein mit Ambrosi. Er war ja mit seinem TVR letzten Part ja richtig viel unterwegs. Lassen wir. Oh nein, das war richtig ein Fehler. Ja, und deswegen ist er so nah krank gekommen.
das wird immer aufregender. Weh, du laufst mir hinten. Also gibt es Probleme. Aston Martin DB9. Damals war das Auto noch top aktuell. Mittlerweile ist das Auto schon relativ sehr übergenutzt als Auto. Ständig immer wieder als verwendetes Fahrzeug für andere sportliche Zwecke. Ah, mein Tank geht auch ein bisschen langsam leer, sonst schön. So, ich vorsichtig die Kurve. Ah, wir können ein bisschen besser mehr Abstand halten, das ist sehr gut. Gut, ich werde jetzt weiterhin versuchen, den Abstand aufzubauen. Und nicht verringern, wollte ich gerade sagen. So. Ja, Nessix, du schlägst dich gut gerade. Das ist sehr gut. So wollen wir es ja haben. Ein Fahrzeug, das sich sehr gut durchschlägt. So, und jetzt der Runde. Versuch das jetzt nicht zu versauen. So, und geschafft. Diesmal habe ich es wirklich geschafft. Puh, überwältigt. Zwar kriegen wir jetzt nicht wirklich viel Geld, weil das ist ja eine der ältesten Herausforderungen. Dafür kriegen wir einen neuen Level ab. 10% auf Vermögen. Ah, die... Also ihr wisst schon. Die Getriebe und beziehungsweise auch die Übersetzung, als auch das komplette Antriebswelle wurden jetzt 10% günstiger gemacht von Mugen. Mugen ist auch eine Tuning-Firma von Honda. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt, aber sind mittlerweile schon bekannt dafür, dass sie sehr viel ohne Autos getuned haben. Recht gut, um genau zu sein. Aber der Aston Martin ist diesmal aber sehr gut mit dem Start. Ich soll ihn nicht unterschätzen. Dafür wiegt der Aston Martin aber viel mehr als ich. Oh nee. Muss das sein, dieser Abrempler? Gut, ich versuche den jetzt einzuholen, schnell. Ist ja nicht so, dass ich ihn nicht erreichen kann. Ich wiege ja deutlich mehr, weniger als er. Hab dafür aber weniger Leistung. So, wie kann das denn, dass ich ihn aufgeholt habe? Ganz einfach, das Auto wiegt einfach weniger. Alter! Versuch das gar nicht. In dieser Kurve... Okay, da mache ich nicht mit. Ich werde das jetzt nochmal neu fahren. Wenn er mich wegschubst, dann kriege ich einen hohen Schaden. Das ist ja klar. So.
Aber diesmal versuche ich ganz vorsichtig zu fahren und nicht so wie ein Volldepp einfach versuchen, alles möglich mit Gas zu überfüllen. Okay, das klingt ja diesmal gut. Sieht auch gut aus, dass ich so fahre. Aber ich war diesmal sehr langsam jetzt gerade. Das war nicht gut. Ah, diesmal war ich schneller an dieser Stelle, das ist sehr gut. Und jetzt vorsichtig abbremsen. Ein bisschen näher gekommen, kein Wunder. Die Zielkurve war auch nicht einfach. So. So. Jetzt hinter mir. So, soweit so gut. Aktuell läuft das noch gut aktuell, aber ich muss die Stellung weiterhin so gut so behalten, sonst mache ich denselben Fehler wie jetzt gerade. Nein! Okay. Restart. Ihr habt's gesehen, das war nicht gerade gut. Tut mir leid, das muss es sein. Besser als die Corvette, muss ich ganz ehrlich sagen. Immer noch besser als die Corvette. So. Ich bleib diesmal ruhig, okay? Ich werde jetzt nicht wirklich viel kommentieren. Ich habe jetzt keine Lust, die ganze Zeit schon wieder daneben zu kommentieren. Krass, war knapp. So, wir können wenigstens ein bisschen Vorsprung aufbauen. Es ist etwas.
was für ein katastrophaler Part. So ähnlich wie letztes Mal war es auch nicht gerade viel besser. Kies, natürlich, und jetzt hat er mich natürlich überholt. Oh Mann. Imrossi, lass das, okay? Ich habe keinen Bock, das nochmal neu zu starten. Ja, ist klar, dass du hinten bist. Hinten bist. Nein. Ah, oh, der ist jetzt schon gestochen. Ja, ja, klar. Jetzt ist er hinten wieder. Und ich habe einen dummen Fehler gemacht. Ich habe aus Versehen hier mehr gekürzt, als es sein sollte. So. Jetzt versuche ich wenigstens weiter Abstand aufzubauen und nicht so wie ein Volldepp einfach so wieder zu crashen. So wie ein Idiot eben. So wie das ein Idiot machen würde. Mich nicht. So. So, letzte Runde. Versuchen wir wenigstens dieses Rennen endlich mal hinter uns zu haben und nicht so ein Vollidiot einfach dringend zu gucken, wie man Unfälle macht. Ja, bin jetzt gerade nicht gerade viel beeindruckt von meinem Fahrstil aktuell. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber was soll man machen? Das jetzt diesmal nicht verlieren. So, vorsichtig diese Kurve nehmen. Nein, du wirst mich nicht überholen. So, endlich mal hinter uns. Yay. Danke, liebes Auto. Hast mich jetzt diesmal nicht im Stich gelassen.
drin. Und das ist in Scuba Secrets. Bin der einzige normal ungewöhnliche Honda NSX. Die anderen sind mit normalen Autos da. So. Oh, diesmal ist der Audi RS4 zweiter. So, ich werde mal kurz mal das mal als fotografisches Fotogen mal machen. Ja, schon wieder diesen dämlichen Fokus mal runterstellen, das geht mir sowas von auf die Nerven. So. Obwohl, ich habe eine viel bessere Idee. Viel besser. So, das Bild passt doch perfekt. Das ist auf jeden Fall viel los hinten. 6 Runden habe ich jetzt das gesehen, aber gut, schaffen wir. Das war ein Fehler. Das sollte eigentlich nicht gehen. Und ich habe gekürzt, was sie sehen. Na egal. Nicht wirklich viel los, aber kann man dann nichts ändern. Okay, jetzt vorsichtig um die Kurve gehen, nicht rumrutschen. Und ich Idiot, mach es noch einmal. Ach komm, übertreib mal. Ach Mann. Zerstör das komplette Rennen, deine Führung komplett. So, vierte Runde.
So. So, vorletzte Runde. So, wir gehen jetzt in die sechste Runde rein. Und hier müssen wir wenigstens das schaffen. Wer ist denn letzter? Das ist wirklich zum ersten Mal, dass ich jemanden letzter sehe. Und auch dieses Rennen schaffen wir problemlos, wenn wir jetzt auch diese Kurve so problemlos schaffen. Ja, bin ich gerade viel beeindruckt vom heutigen Part. Bisschen ruhig heute, tut mir ehrlich gesagt leid. Diese ganzen Fehler, die eigentlich passiert sind, das ist eigentlich unnötig, aber was soll man machen? Was soll man machen? So, endlich unter uns. So, 9000 wieder. Ja gut. Ah, wir haben 10% Rabatt auf den Asi aus dem Team, das uns für die Einspritzanlage dazu stellt. Also neben der Einspritzanlage sozusagen den, ihr wisst schon, Auspuff und Katalysator und sowas. Und 10.500, wir machen. Ah ja, stimmt, wir haben den Honda S2000 von Mugen bekommen. Mugen S2000 und... Sieht nett aus für eine B-Klasse Auto. So. Das haben wir jetzt alles erledigt. Mal gucken, was wir für nächstes Mal machen. Bei dem gucke ich mal nach, dass wir jetzt endlich mal eine schwere Karre mal holen sollen. Dauert auch ein bisschen länger. Und bei Manufacturer Cup Series müssen wir gucken. Porsche-Wagen. Porsche-Sportwagen. Ja, wissen wir. Was ist denn der höchste? Lengenfelder, okay. Lengenfelder ist der höchste von allen. Ich muss noch die C6, Z6 Covid. Entschuldigung. Semi-Pro, muss ich mal gucken. Okay, ist gesperrt. Wenn wir den Face-Off können wir irgendwann mal wieder machen. Da muss wir nur entweder einen Honda Civic oder Golf nehmen. Und haben wir nicht mal ein Auto, da wollen wir entweder Chilica oder einen Eclipse sehen. Ja, Silvia, Altezza oder Lexus, erst Modell. Aber die Silvia, ne? Mal gucken. Das können wir jetzt noch nicht machen. Original Championship können wir auch mal gucken. Die Klasse können wir machen. Und die Factory Spec auf. Die letzten beiden, also ich sende Factory Spec Races, sind einfach nur, du versuchst ungetuned für die Hersteller so zu fahren. Ist nicht einfach, also ist ein bisschen schwer, muss ich mal gucken. Ja. Ansonsten haben wir wirklich nichts wirklich zu tun, außer dass wir uns wirklich ein Audi holen müssen und ein VW. Mal gucken.
Porsche, mal gucken, was kann ich mit Porsche 911er GT2? Ich guck mal, nach welchem Porsche kann ich den holen, der recht gut ist. Okay, erstmal gucken. Den Porsche kann ich holen. Wisst ihr warum? Ist allgemein nicht nur der Beste, ist einfach allgemein auch sehr schnell. Ich werde offline Geld sammeln gehen, okay? Keine Sorge. Also wenn wir Geld wenig haben, gehe ich offline mal Geld sammeln. Okay? Ich werde mir den Porsche auf jeden Fall holen. Den 911er GT1. Welche Farbe aber? Zugegeben, nicht alle Farben sehen interessant aus, auch Silber nicht. Aber Silber sieht ja noch gut aus, aber ich werde ihn kurz mal dann später umlackieren. Ich werde ihm erstmal weiß holen. So. Hab jetzt mehr als 250.000 ausgegeben. Mal gucken, was kann ich denn für eine Farbe hier verpassen? Ich glaube, das ist vom Hersteller, glaube ich. Ah, Metallic. Ich werde ihm auch Metallic-Farben verpassen. Special Color gefallen mir nicht. Sieht komisch aus. Und Manufacturing Color sehen irgendwie ein bisschen langweilig aus. Das passt doch perfekt. Die Farbe steht hier. So, Bremsen, ja, lass ich mal. Motor aber lass ich mal. Ne, lass ich mal. Lass ich auch. So, das lass ich. Ich werde mal kurz mal die Farbe kurz mal schwarz lackieren, so wie das sich gehören sollte. Und dann war's das. So. Dann würde ich mal kurz mal bei Upgrades gucken. Ansonsten, wie schon gesagt, ich werde mal das Auto, also generell werde ich offline ein bisschen Geld sammeln gehen und dann wieder zurückkommen. Ich habe so 340 war es, glaube ich. Genau. Mal gucken, was kann ich denn für dich machen? Ah, dann ist er wieder U. 34.000 habe ich kein Geld dafür. Ich kann ihn Reiter machen, was sehr gut ist. Genau. Passt 0 und sieht so. Obwohl, das sieht relativ sehr dünn aus, aber passt trotzdem nicht. Was kann ich am Motor machen? Oh, ich kann einiges noch machen. 34.000. Forge? Nee. Nee, ich. Warte mal, hat das Logo irgendwie nicht. Okay. Motec, Porsche, Avitioning oder KN. Ne, das Auto wird glaube ich sogar so gelassen, außer Federung vielleicht mal gucken. Ach, ich kann Gewicht runtersetzen. Wie wiegst du denn? 1200. Egal, ich würde mal offline mal Geld sammeln gehen und dann sehen wir uns im nächsten Part. Also, tschüss!